Das ist der Traum ganz vieler, ein Millionen-Lotto-Gewinn und dann nie wieder arbeiten müssen. Dieser Traum ist für zwei Glückspilze aus Kassel tatsächlich wahr geworden. Gleich mehr auch dazu. Und damit herzlich willkommen zu Brisant. Zunächst zu unserem ersten Thema. Ein aufsehenerregender Mordprozess begann heute in Hanau in Hessen. Geklärt werden soll, warum eine 52-jährige Frau im März qualvoll sterben musste. Der Angeklagte, ein ehemaliger Anwalt, soll seine Frau zunächst bewusstlos geprügelt, dann mit Benzin übergossen und sie dann schließlich angezündet haben. Ein paar Tage später starb sie an den schweren Verletzungen. Was ist eigentlich los an einer Berliner Polizeischule? Von unhaltbaren Zuständen ist da die Rede. Von Hass, Lernverweigerung und auch Gewalt. Mehr heftige Vorwürfe sind das, die immer weiter hochkochen. Und jetzt tauchen immer mehr Details auf. Mindestens ein Polizeischüler soll Kontakt zu einem kriminellen Clan haben. Tja, das sind keine Kollegen. Das ist der Feind in unseren Reihen, heißt es da unter anderem. Und die Sorge ist groß, dass kriminelle Großclans durch Einschleusung von Polizeianwärtern die Berliner Polizei eben unterwandern. Sie sind das Aufregerthema derzeit, die gerade veröffentlichten Paradise Papers. Die enthüllen, wie sich Unternehmen und Prominente durch Steuertricks noch reicher machen. Unter Druck oder ins Blickfeld geraten jetzt auch Weltverbesserer und U2-Sänger Bono und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, einer der bestbezahlten Sportler der Welt, der offenbar mit einem Konstrukt von Briefkastenfirmen seine Steuerschuld optimiert. So soll er bei der Anschaffung eines Privatjets, das hier ist er übrigens, mehr als 4 Millionen Euro gespart haben. Stellen Sie sich vor, liebe Zuschauer, Sie fahren mit Ihrem Auto über eine Straße und es holpert und holpert und holpert richtig. Schlaglöcher nerven einfach, ganz klar. Doch was tun, wenn schon zahlreiche Schreiben an das Land gegangen sind? Da muss man sich schon was Besonderes einfallen lassen, wie die Einwohner von Großzieten in Brandenburg. Ich sage nur Schlagloch-Golfturnier. Das wird dort nämlich gespielt. Ganz nach dem Motto, fährst du noch oder golfst du schon? Ja, vielleicht passiert ja was nach diesem Beitrag, wer weiß. Das Geld irgendwo sicher anzulegen, etwa in Immobilien, diesen Gedanken hatte der eine oder andere vielleicht auch von Ihnen mal. Mehr als 400 Anleger aus Stuttgart wollten genau das tun und vertrauten einer Wohnungsbaugenossenschaft. Doch der Vorstandschef soll 10 Millionen Euro eingesammelt und Renditen von 8,5% versprochen haben. Doch stattdessen soll er das Anlegergeld unter anderem in seinen Flitterwochen verprasst haben. Wegen des Verdachts auf Untreue und Betrugs wird jetzt ermittelt. Aber die Frage ist, ob die Geschädigten ihr Geld jemals wiedersehen. Vielleicht haben Sie auch schon mal den Spruch unter Kollegen gesagt, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann komme ich ab sofort nicht mehr zur Arbeit. Kein Rumärgern mit dem Chef oder Kollegen, einfach nur den Traum leben, wie auch immer der aussehen soll. Und genau das haben jetzt drei Mitarbeiter eines VW-Werks bei Kassel getan. Wenn ich einmal reich wäre, das müssen Sie nicht mehr summen. Sie sind es. Es wird prominent bei uns, unter anderem mit einem Gefährt, mit dem viele etliche Erinnerungen verbinden. Ich sage nur Plastibomber, Rennpappe oder Pappjaguar. Er hatte so einige Namen und viele, die seinem Charme erlagen. Aber beginnen wollen wir mit dem Charme eines Künstlers, der auch viele zum Erliegen brachte. Howard Howie Carpendale hat vor kurzem mal gesagt, dass er seinen Beruf über alles liebt. Und wenn er etwas anderes gemacht hätte, würde er sich wohl nicht so glücklich fühlen wie jetzt. Und das ist der Sänger seit mehr als 50 Jahren. So lange ist er nämlich im Showgeschäft. Ja, und glücklich kann er auch privat sein. Er wird ja bald Opa. Und bei all dem Glück denkt der 71-Jährige aber auch an die Menschen, denen es alles andere als gut geht. Und engagiert sich für die Welthungerhilfe. Jetzt geht es bei uns um den Trabi. Vor 60 Jahren lief im sächsischen Zwickau der erste Trabant vom Band. Die Produktion ist längst eingestellt, aber der Trabi knattert bis heute weiter. Sogar Tom Hanks oder auch Thomas Gottschalk hatten bereits das Vergnügen mit ihm. Und na klar, Wolfgang Stumpf nicht zu vergessen und sein Film Go Trabi Go sind mittlerweile auch Kult. Bis heute löst der kleine Pappkerl Emotionen aus und wie? So mancher Vollblutmusiker hat seine Karriere auf der Straße begonnen, bevor es auf die großen Bühnen der Welt ging. Zum Beispiel Ed Sheeran oder auch Rod Stewart. Der wurde ja von der Queen in den Ritterstand erhoben und darf sich Sir vor seinen Namen schreiben. Aber trotz Adelstitel ist er doch bodenständig geblieben und kehrt, wenn auch nur kurz, zu seinen Anfängen zurück.
Auf seinem Auslandsbesuch musste Prinz Charles sein Lungenvolumen unter Beweis stellen. Was dahinter steckt, unsere Promi-News jetzt für Sie. Und es bleibt noch musikalisch bei uns. Ihre kraftvolle Stimme ist ihr Markenzeichen. Und mit diesem Hit sang sie sich in die Herzen vieler, vieler Fans. Kelly Clarkson, musikalisch hat sie nahezu alles erreicht, kann man sagen. Unter anderem 3 Grammys stehen bei ihr in der Vitrine. Heute ist aus dem Mädchen von einst eine selbstbewusste Frau geworden. Doch das war nicht immer so. Wegen ihres Gewichts wurde sie früher gemobbt und hatte sogar Selbstmordgedanken. Doch diese Zeit ist zum Glück vorbei. Kelly Clarkson hat ein neues Album am Start. Darüber und über viel Privates haben wir mit ihr gesprochen. Ja, und so musikalisch sagen wir Tschüss für heute. Ihnen noch einen ganz tollen Abend und bis morgen Punkt 17:15 Uhr. Würde mich sehr freuen, wenn Sie einschalten. Bis dahin, ciao.